Ipsi, Tipsi, Ipsi, Scrolli. Jo, da bin ich mal wieder. Zu dem Let's Play zu Age of Empires 2 HD Definitive Edition. Naja, eigentlich gar nicht mehr HD, eigentlich 4K. Wir sammeln ganz viel Goldigold. Wir sind bei 2, fast 4 Millionen. Und ich versuch mir gerade Stöpselkopfhörer anzuschließen und an meine Ohren zu stöpseln. Einzustöpseln. Jo. Ah, ich höre sogar mich. Ah, ist das geil, ein geiles Mikrofon zu haben. Den Monitor könnte man aber mal ein Stückchen höher machen. Schöne Sache. Ach du Scheiße, was hat denn der hier gemacht? Das sind Armeeeinheiten, sehr dicht aneinander. Elite Karambitkämpfer. Okay. Wie geht's eigentlich unserem Holzi-Hacki? Na, schon ordentlich. Monday, Tuesday, Wednesday. Oh. Du dahin. Was ist denn hier so los, Leute? Da bin ich mir noch unsicher, ob wir da überhaupt weitermachen. Mit Holzhacken. Du tust nix. Wie weit gehen wir denn? So ist ganz gut. Nein, es. Bis dahin. Und alle, die hier sind. Nach hier. Wie sieht's mit. Ja, 14 können wir noch machen, das ist doch schön. Den Schiffen scheint es gut zu gehen. Ich will aber, wenn dann nachher ganz unten. Und dem Ding hier. So, noch ein. Ne, kannst eigentlich auch auf 15 geben. Ich tue einfach einen Dorfbewohner töten. Dann passt das schon wieder. Ihr seid auch noch am Holz deichseln. Geht nach da. Wann ist das hier unten zu? Ich sehe gar nicht mehr, der das gerade am Bauen ist. Was soll das denn? Ich glaube, ich habe gerade die getötet, die es baut. Das macht aber gar keinen Sinn. Hallo. Dahin bitte. Mach dich erstmal leer. Der steht da. Was soll das denn? Meine Güte. So. Dahin. Dahin. Tut hier unten noch irgendjemand was? Nicht unbedingt. So. Habe ich noch Bock auf weitere Reliquien? Ich weiß es nicht. Kannst du mal hier hingehen und das machen? Welcher Höhe wäre das denn? Gut. Achso, du kommst ja gar nicht hin. Doch, da ist ein Tor. Okay. Ist das Tor offen? Gut. Holz, hacken, Holz, hacken. Ich und mein Holz. Wir haben, da sind halt auch die drin, die. Nee, das macht gar keinen Sinn. Die sind da doch nicht mit aufgezählt. Nur die Bevölkerung. Und die gehören nicht zu denen hier, okay. Ja, die ecken hier schon so ein bisschen an. Das ist interessant. Okay. Habe ich eigentlich hier schon alles. Ja, das habe ich schon alles gemacht, dass die schnell fahren. Genau. Hier kann man ja auch nichts mehr machen. Mach mal. Ich weiß nicht, ob. Nee, da ist nichts mehr versteckelt. Dass hier hinten irgendwas versteckelt wäre. Nee, ist es nicht. Ja, man könnte noch alles hier erforschen, rein hypothetisch. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Dass man quasi halt hier alles perfektioniert hat. Ich wollte mal gucken. Ich habe 83 Bar Holz. Eigentlich ist das zu viel. Hier, wenn man das mal so nach der Aufteilung sieht. Das sind jetzt 11. Ja, wir können mal so sozial sein, sie erstmal entleeren lassen, damit man das Holz nicht verliert. Aber durch die Fetoria ist ja eigentlich scheißegal. Ich habe jetzt einen getötet. Glaube ich zumindest. Einer von euch darf noch leben. Du da darfst leben. So, jetzt sind wir bei 73 bei Holz. Kannst du nochmal 3 töten? 70 bei Holz. So, der macht noch 9. Oh, okay.
würde ich mal gucken, woran erkenne ich denn jetzt, wer hier von euch nichts hat? So, ich glaube, der hier ist es. Warte mal, das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die 6 kann das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sehe hier nichts. Gut, dann versuchen wir, hallo, da auch nochmal die 15 zu machen. Dass wir in der Richtung schon mal fertig werden. Also 70 finde ich für Holz immer noch ziemlich viel. Ich habe noch eine Person, die nichts tut. Die... Wieso läuft da keiner hin? Hallo? Oder bist du eingesperrt? Nee, eingesperrt bist du nicht. Aus irgendeinem Grund läuft hier keiner hin und baut das. Komisch. So, dann machen wir auch noch eine Ladung Reliquien. Ich bin immer gespannt, ob das gerade oder ungerade ist. Pillem. 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 Ist auch eine coole Sound für SMS kommt an oder Benachrichtigung kam rein. Hallo? Achso, ihr sollt ja nicht selbst reingehen. Ihr sollt ja nur die Reliquien holen. So, das macht die Dorftante. So, jetzt geht da doch mal hin, Fräulein. Danke. So, dann würde ich aber nochmal mindestens 10 weniger machen. Das Interessante ist, dass... Ja, hier will ich ja mehr erlangen. Ja, so, warte mal, jetzt habe ich die hier gemacht. Haben wir alle? 5? Ja. Und hier fehlen noch genau 5. Korrekt. Dann holen wir euch wieder nach hier. Ihr geht da rein. Ihr geht in die Ecke. Ich habe 15 Mönche. Rein durch sind es 5 zu viel. Das macht Sinn, dass man immer nur eine Kirche befeuern kann und nicht irgendwie doppelt denkt. So, gut. Ihr habt eure Dienste getan. Vielen Dank. Tüdelü. Ja, da ihr seid für euren Glauben gestorben. Boah, ist das hart, ey. Oh, ey. Jetzt. Echt hart hier. So, du bist ja komplett voll. Das ist perfekt. Machen wir weiter. Oh, ich bin ja echt mal gespannt, wenn ich hier wirklich durchgedaddelt bin mit Errungenschaft, mit Hauptmission und sowas. Wenn ich mir dann Edge of Empires 1 und 4 hole. Dreier, ganz ehrlich, das lasse ich aus. Das ist ja jetzt erstmal so unwichtig. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ja, komm, mach. Fehlt hier eine? Ne, kommt hin. Dann lauf da mal hin. Rein theoretisch müssten wir noch mehrere Kirchen machen. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Huch, da sind auch schon 5 Reliquien drin. Ach, die hatte ich am Start hier mir hingelegt gehabt, genau. Na. Ist halt die Frage, ich will die Reliquien ja nicht wieder raustun, da bin ich jetzt faul, aber wenn man es ja auch schick bauen will, ist halt die Frage, wie macht man das denn dann? Ich würde quasi auf 1, ja, machen wir hier nochmal, ich bin falsch, V, F, dahin, so, hier sind wir voll, dann Attacke, hier müsst noch Sachen nehmen. Ja, ja. Na, irgendwann kann ich auch nichts mehr klicken hier. Dann habe ich hier alles vorbereitet. Seid ihr zu dumm? Da fehlt noch einer. Einer hat es noch nicht genommen. Da. Dankeschön. Ihr könnt ja gleich hier vorne das Zeug nehmen. Ist die Frage, wie man das hier so schön bauen könnte. So, immer mit euch weiter. Du musst außen rumwatscheln. Dankeschön. Das Ding ist noch nicht ganz voll. Dahin. Ja. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Du. Ja, da sind. Ja, genau. Gut, dann machen wir hier weiter. Das habe ich ja auch schön hier geklickt. Sieht echt gut aus, aber wenn man was drauf putzt, verschwindet es ja wieder. Tja, ja. Ach, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viel Geld ihr für euer Smartphone ausgibt und wie lange eure Smartphones halten. Das würde mich mal interessieren. Ich habe wieder Probleme mit Hardware. Es kann nicht sein, dass mein Smartphone 2 Jahre und 2 Monate alt ist und nach 2 Jahren halt schon jetzt wirklich einfach im Arsch.
trotz. Das einzige. Stimmt, ich könnte noch was machen damit Slingeld. Ich bin ja dumm. Ich müsste eine freie Software drauf machen. Cool, dann könnte ich mir die Zeit und die Kohle sparen wegen Smartphone. Ja, aber ich habe da noch die gleiche Kamera. Das ist die Frage aller Fragen. Ich könnte eine. Wie damals. Wie hießen denn die Mods? Ich hatte es ja bei meinem Samsung Galaxy S2 gehabt. Ja. Da musste ich es auch neu drauf machen. Weil es einfach lahm und alles und hin und her und tralala. Was mache ich denn mit dir? Komm, du bist jetzt meine Dame all-inclusive. Oh Gott, das ist ja extremst abwertend. Uah. Haben wir hier, wir haben zwar Team 1, ich mache dich mal auf Team 2, dass ich immer eine Dame habe, die quasi am Arbeiten ist. Du könntest aber mal hier ein bisschen schön machen. Hier so. So. Ach, sieht schick aus. Ja, so. Ich würde aber sagen, ihr seid immer noch zu viele. Ja, machen sie, krasser Scheiß. Mhm. Die Leichen verschwinden aber auch recht schnell, oder wie ist das da? Die versacken im Boden, cool. Vielleicht macht das auch Sinn. Denn, wie waren das damals bei so Schlachten? Da ist irgendwann Schlamm und alles Mögliche draufgekommen. Ja. Die sind aber immer noch da. Wenn ich jetzt mit der Karte weg und wieder hingehe. Nee, da sind sie noch. Ich muss eh noch ein paar mehr töten. Die liegen da immer noch. Eine noch. Really? Tut mir leid. Die liegen da immer noch. Wie ist es bei einem weiblichen Körper? Da. Ich komme nicht näher ran. Wird vom Boden gegessen. Erde zu Erde, Staub zu Staub. Doch, ist weg. Nee, oder was ist das hier? Hier sind auch noch irgendwelche Überreste. Ja, 50 Beholz können wir mal lassen. Das ist okay. So. Hat du schön fertig gebaut. Das sieht doch schön aus. So ein schönes Häuschen hier, ja. Und dann mach nochmal ein schönes Feld hin. Fertig. Dann würde ich noch ein schönes Türmchen hinsetzen. So eine Art Jägerstand. Das macht vielleicht mehr hier Sinn. Genau. So. Habe ich eigentlich schon alles mit schnell bauen hier gemacht? Militär können wir noch schneller machen. Erhöht die Bekehrungsrate der Menschen um 1. Lol. Bip. Naja, Spaß beiseite. Du wolltest Nahrung haben, Schnubbele. Ah, okay, sie haben fast das ganze Holz. Okay. Naja, gut. Dann kriegst du halt ein bisschen Nahrung. Da, bitte sehr. Ach, wie sieht's eigentlich mit den anderen Ressourcen aus? Lol, ich verwandle das Holz ja quasi nicht in Nahrung. Nahrung ist jetzt nur durch die Fetorias reingekommen. Genauso wie Steine. Das ist höchst interessant. Wir sind bei 3 Mille. Woo, woo, woo. Party. Uzi, 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 uzi. Ja, ich mache hier gleich mal Break. So, das sieht doch schön aus. Wo bist du denn da? Hab ich denn etwas Schönes gebaut? So, aber wir brauchen ja auch definitiv eine Bibliothek. So eine Art Campus. Ah, kannst du aber hier noch ein paar mehr Häuser hinstellen eigentlich. Oder nicht. Ist ein bisschen eng. Nahrung, bitte. Hab ich dir gerade gegeben, Schnubbeltje. Dass man da noch so einen Platz hat und da langlaufen kann oder so. Finde ich so hübscher. Gehen wir noch hier. Bau noch mal ein bisschen hübsch hier. So, du wolltest Nahrung haben, Schnubbelte. Kriegst du noch mal einen Taui. Wenn das
unbedingt haben willst. Hab dann vernünftig eingesetzt werden. Okay. So, wie viel kann ich denn jetzt noch produzieren? Da geht noch einiges. Ist die Frage, wo? Ich glaube, ich war bei 5. Ja, genau, ich war bei dem hier. So geht es weiter mit 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, 7. 7 geht es weiter. Genau, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Machen wir wieder 15. So, dann machen wir quasi mit 8 weiter. So, wie ist er denn gebaut hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kommt das hin? Ich sehe es so schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Korrekt. So, dann schauen wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, gehen nochmal 15. Ja, das geht. So, dann würden wir sagen, gucken wir mal nach den Leichen. Doch, jetzt sind sie weg. Nicht nur Skelette sind da. Das geht aber in dem Spiel auch, dass man Skelette hinlegen kann. Apropos Skelette. Ich fand das ja so geil bei der Neuverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau. Dass man da ein Skelett gesehen hat von der Meerjungfrau. Sah richtig stylisch aus, wirklich. Das, oder, naja, das wird jetzt ein bisschen abgefuckt oder übertrieben, aber heutzutage werden ja Filme auch immer übertriebener. Harry Potter mit Knarren an der Hand festgeschweißt, so ungefähr, oder genagelt. Nee, worauf ich hinaus wollte, war eine Zombie-Meerjungfrau. Damit man richtig so sieht, wie die Flosse und alles abgefetzt sind. Aber Zombie-Meerjungfrauen, essen die dann eher Menschen oder auch generell alles, was lebt? Eigentlich alles, was lebt, ja. So, das sind ungefähr 25. Ja, haben wir noch ein bisschen Luft hier oben. Dann gehen wir erstmal sicher. Jetzt aber jetzt richtig bitte Spiel speichern. Auf das da, hier unten hin und speichern. Schön. So, jetzt gehe ich wieder raus, denn ich will noch mal was ganz anderes wissen. Die totale Spielzeit beträgt gerade 4 Stunden und 20 Minuten und 3 Sekunden. So, dann gucken wir uns hier mal wieder an. Reliquiengold sind jetzt schon auf 400.000 hochgegangen. Das war, glaube ich, letztens mal so 80.000. Das geht schon ordentlich voran. Die Wirtschaft, Handelsgewinn. Das läuft, das läuft, das läuft, das läuft, das läuft. Aber der versucht da auch ein bisschen Handelsgewinn zu machen. Aber der hat eigentlich genug Ressourcen. Nee, an Nahrung hat er echt fast gar nichts. Höchst interessant, höchst interessant. Ja, aber der Computer, ich weiß gar nicht, welcher Schwierigkeitsgrad der ist. Ist mir auch gerade mal auch scheißegal. 21 Burgen, gut. Bis demnächst, wenn es hier wieder weitergeht mit Golddigging. Dölö.